Da können wir die Energien wieder. Schlägt uns wieder in der richtige Richtung. Mein Ding kriegt jetzt aber kein Gewicht davon, oder? Nee. Ich denke, nee, jetzt ist ja die ganze Energie, also jetzt hier kriegt man jetzt. Hier könntest du, wenn du zu nah hier rankommst, an die Zündspule, weil die nicht entstört ist. Jetzt. Aber ich habe es mit dem Video noch nicht, Und wir haben hier am Ausgang Leuchtstoffröhren dran, wo hier einmal drauf steht, dass sie 13 Watt zieht, bei voller Leuchtstärke, muss man dazu sagen, die hat nicht volle Leuchtstärke. Die hat, wir schätzen jetzt wieder, ne, Luxmeter haben wir dann auch noch mit, die Hälfte der Leuchtstärke. Also gehen wir mal hier, bräuchten wir mindestens ein 13 der Hälfte, ne, sind wir bei... Oh, 6,5, ne? 6,5 haben wir 6 Watt ungefähr. Und hier nochmal eine, wo 8 Watt draufsteht, nochmal bei 4 Watt. Also, wenn wir großzügig sind, kann man ja sagen, sagen wir 10 Watt am Ausgang und 2 Watt am Eingang. Jetzt allein von der Leuchtstärke nach den Mitteln berechnet, was wir heutzutage bräuchten, um die Lampen so zu betreiben. Ne? Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie viel Strom brauchen wir denn wirklich, um solche Lampen so zu betreiben. Gut, gucken wir mal. Volt oder sowas. Ach, das ist der geil gelöst. Das ist immer einstellen. Ja, wenn es ja mal so bleiben würde. Ja, auf der einen Seite ist nämlich. Ach nee! Ja, das hat keinen Kurlager, sondern so einen Gleitlager. Ja. Der Lüfter. Oh, da können wir wieder runtergehen. So. Ja, noch ein bisschen. Oh, das sieht gut aus. 829. Nein. Das gehen wir wieder. Ah, oh mal hier oben noch. Kein gesehen. Ja, das sieht gut aus, alles. Ja, ich hab noch eine erhalten. Cool. Geil. Na gut. Das eindeutige Steigen war noch vor uns zu bemerken, ne? Nee, du musst jetzt warten. Das steigt jetzt bestimmt an. Bei welchem Wert lassen wir es? Bei so einem Klack-Klack-Klack-Wert? Bei dem hier, ne? Warte mal, oder? Ja, hier. Weil bei den niedrigen Drehzahlen hat der Papeterio nur schon einen großen Effekt. Normalerweise muss man es jetzt hier mit 14 Volt oder 18 Volt wäre perfekt für den hier. Ja. Dass der mit 2000 Umdrehungen dreht. Ja, aber die paar 400, 500 Umdrehungen, was er gerade macht, ist aber schön. Oh, warte mal, wir haben doch hier. Wir haben doch hier dieses Kabel. Ja, die Kurzfeld. Ja, das sieht schön aus. Wie viele Drehungen sind das? Meinst du? Ich schätze mal so 2000. 2000, 50, 2000, ne? Hier sind die Spulen komplett kurz geschlossen. Hier sind sie offen. Ne, hier die Generatorspulen, jetzt schließen wir sie kurz. Und da geht nochmal, hört man, okay, ganz kleines bisschen, so um 10 Umdrehungen ungefähr an der Drehzahl hoch. Das waren jetzt nicht einmal 10 Minuten, oder? Wo ist ungefähr? Ungefähr. Das Interessante hier ist, ne, wenn es hier eins fällt, wird es genau hier steigen bei der Batterie. Aha, und die lädt es ja nebenbei auch. Und die lädt es nebenbei auch noch. Das ist schon ganz schön krass. Aha. Das geht ja auch noch ein bisschen, ne, Energieflöten eigentlich. Durch die Bewegung. Wo gehen die Kabel hin? Die gehen jetzt hier an die Lampe. Also die betreibst du jetzt auch mit damit, ja? Okay. Da kannst du, wenn du ausschaltest, kannst du noch. Oder so einen fetten, oder mach mal so einen fetten, das passt auch nicht.
Ja. Aber ich habe ja hier unten schon 200 Volt Kondis und da geht es zu gut. Du sagst, die waren bei 8,4. Die sind schon in Betrieb, ne? Hier war ich auch vorne gewesen. Ich meine, die sind auch so ein Platz zu nehmen. Achso, ja doch, noch ein Laden halt. Ja. Beim Laden so 11, 10, 11 Volt, aber dann immer wieder runtergefallen, ne? Und dann schlägen sie. Ja, probier mal einfach mal. Ich hätte halt kleine, was denn, so 10 Mü. So, wie war das? Jetzt können wir hier ganz offiziell das erste Erfindertreffen der jungen Generation für beendet des neuen Jahres erklären. Na gut, jetzt haben wir nichts mehr großartig zum Vorführen hier, ne? Aber so schaut es momentan aus. Und die Leute können wir so auch nicht zeigen, weil die Hälfte davon möchte anonym bleiben. Da bleiben wir nicht. Aber auch hier nicht, ne? Cool.